Nun also ganz Europa. Zuvor hatten bereits weltweit einzelne Staaten die Boeing 737 MAX 8 aus ihrem Luftraum verbannt. Darunter Großbritannien, Frankreich, China und Indonesien. Auch Deutschland hat bereits Konsequenzen aus dem zweiten Absturz eines der Flieger innerhalb weniger Monate gezogen und den Luftraum für die 737 MAX gesperrt. Sicherheit geht absolut vor, solange nicht die Erkenntnisse vorhanden sind aus den Unfällen, die passiert sind. Solange bleibt der Luftraum in Deutschland für diesen Flugzeugtyp gesperrt. Ebenso haben mehrere Airlines wie TuiFly entschieden, ihre Flugzeuge diesen Typs vorsichtshalber am Boden zu lassen. Am Sonntag war eine Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines aus bislang noch unbekannten Gründen abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Zuvor war im Oktober eine baugleiche Maschine in Indonesien verunglückt. Hier starben 189 Menschen. Experten warnen dennoch davor, vorschnell Parallelen zu ziehen. Es gibt nie nur einen Grund für einen Absturz. Es ist immer eine Kombination aus mehreren Faktoren, die zu so katastrophalen Unfällen führt. Der US-Flugzeugbauer Boeing beharrt indes auf der Sicherheit seiner Flieger. Auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen gäbe es keine Grundlage, neue Anweisungen für den Betrieb der 737 MAX-Flotte auszugeben.